hier. Was wollt ihr Scheißviecher jetzt von mir? Ja, du kommst in das Zimmer. Es riecht so, als hätten drei Leute auf sehr beengten Raum. Einer davon hat die vermutlich die ganze Nacht gefurzt. Du kannst dir aussuchen, wer von beiden es war. Fingerzeig auf Stevan. Fingerzeig auf Sibylle. Ihr Schneuen haben angefangen, hier irgendwie Theater zu machen. Also eigentlich haben wir ja gar kein Theater gemacht, sondern eigentlich hat nur Gunfist Theater gemacht. Wir hätten es wissen sollen. Yep. Egal. Auf jeden Fall, wir haben kein Theater gemacht, aber das wissen die nicht. So, wir sollten jetzt nicht zu den Bullen gehen und das sagen. So, und wenn der blöde Idiotenbulle sich anfängt zu melden oder irgendwie rumzufragen oder irgendwas zu machen, dann haben wir zumindest was, um ihn mundtot zu machen. Denn die Geschichte ist, also ich meine, an die Bullen sollten wir es nicht geben, da kommt nichts mehr raus. Aber wenn wir das an die Presse geben... Ich sollte zum Beispiel atmen, wenn ich rede. Halt die Fresse, ich will doch eh bloß über dich drüber rutschen. Mach mal nicht so einen Aufstand wegen irgendwas. Und da ist sie noch mehr durchgedreht. War auf jeden Fall eine richtig saubere Aktion, habt ihr gut hinbekommen. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Also eigentlich haben den größten Scheiß nur die anderen gebaut. Ja, das erzählst du jedes Mal. Den größten Scheiß haben die anderen gebaut. Nee. Wir waren gar nicht in Schuld. Wenn ich Scheiß gebaut habe. Ich weiß, was wir machen. Wir gehen ins Bar. Zum Thema Extravaganten kann ich dir sagen, du, kein Anschluss in der Dieter-Nummer. Ja, ihr fahrt mit dem Auto zu Valerias Puff. Hier, Steppy, magst du eine Massage haben mit Happy End? Ja, ich meine, eine gute Massage. Ihr habt auf viel zu kleinen Sofen und Isomatten gepennt. Das ist schon sehr angenehm. Da wird alles rausgerubbelt und am Ende wird dann noch alles rausgerubbelt. Wir fahren zum Doktor, Liebes. Oh, nee. Mhm. Sie schaltet ihr Wi-Fi ein? Kurz. Okay, Jojo klappt neben dir zusammen. Nur die Haare und die Datenbuchse. Gut, dann sollte da eigentlich nichts sein. Ich würde gerne einen vollständigen biologischen Scan durchführen. Und sie haben zwei weitere Modifikationen, die offenbar Veränderungen in ihren Organen hauptsächlich beinhalten. Sogenannte BioWare. Sie haben ein Datenschloss implantiert. Bühne frei. Applaus. Yay. So, Billy wollte irgendjemanden anrufen, ne? Wollte sie das? Na, das war bisher der Plan. Na dann. Kannst du das jetzt auch tun? Ich könnte das natürlich tun. Zögerst nicht hinaus, das muss rein. Das muss rein, ja. Okay. Stevans Comlink rappappelt. Diep. Ich wollte gerade sagen, hör auf, mein Comlink zu machen, aber ich wüsste jetzt auch keinen besseren Klingelton. Das ist ja. Schon arm. Was? Ja, Billy, was los? Hey. Steppy. Klingt ja ganz toll drauf. Ach, genau. Ja. Genau so. Und du? Ich kann eigentlich nicht klagen. Ja, hast noch Nachwehen. Was für waren Nachwehen? Ja, weiß ich schon, ich frag dich ja. So, nee, ich habe keine Nachwehen, glücklicherweise bislang. Gut, naja. Die paar Tage Auszeit sozusagen haben ganz gut funktioniert. Und hast du was von Jojo gehört? Nee. Gar nichts. Nee. Wieso? Die war scheiße drauf. Wieso? Was passiert? Keine Ahnung. Naja, gut, keine Ahnung ist nicht richtig. Na, ich weiß nicht. Naja, ich glaube, ich habe ein bisschen Scheiß mit dir gebaut, aber eigentlich nichts Schlimmes. Eigentlich habe ich mir das nur so... Was denkst du denn? Sag mal ganz ehrlich, wenn du was im Kopf hast, ne? Und der Scheiß in deinem Kopf macht, naja, Scheißsachen mit dir. Und eigentlich bist du schlau genug, das selbst zu registrieren, aber irgendwie, keine Ahnung, machst du nichts dagegen. Aber ein Freund von dir, oder jedenfalls meinst du, dass es ein Freund ist, oder jedenfalls dein Freund denkt, dass es ein Freund ist, aber du bist dir nicht sicher, ob es ein Freund ist. Also der Freund ist sich nicht sicher, ob du der Freund bist, der Freundin. Ach, vergiss es. Auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Würdest du, wenn ich dich zum Arzt schlepp, wärst du mir sauer zum Schluss, wenn da was rauskommt, dass jemand helfen kann, weil du was potenziell scheiß gefährliches im Kopf hast, wärst du dann sauer auf mich? So ausgedrückt wahrscheinlich weniger. Würdest
du mir in die Fresse hauen deswegen? Nee, wahrscheinlich nicht. Na gut, dann weiß ich jedenfalls, dass ich bei dir keiner in die Fresse kriege. Denken wir. Also, hast du irgendwas rausgefunden, dass ich irgendwas im Kopf habe, was da nicht reingeht? Nein! Nee, du nicht. Aber Jojo. Ja. Also ich hab das hier nicht gesagt. Versuch, wir waren. Ich hab dir nichts gesagt. Nee. Ich schweige wie ein Grab. Was passiert? Ich hoff's doch. Na, ihre Datenbuchse hat irgendwie Scheiß. Also ich weiß nicht, die Datenbuchse ist irgendwie am Arsch von ihr oder so irgendwas. Und ich habe sie zu meinem Doc geschickt, beziehungsweise ich habe sie abgeholt und eigentlich habe ich sie zu meinem Doc gezwängt. Eigentlich hatte sie keine Wahl. Aber man macht das doch für Freunde, ne? Und beim Doc hat der Doc gesagt, dass irgendwie irgendwas in ihrem Kopf eingebaut ist, was potenziell scheißgefährlich ist. Und jetzt ist sie scheißsauer auf mich. Warum ist sie sauer auf dich? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn mir ein Doc erzählt von wegen, dass irgendwas scheiße ist, dass ich dann sauer auf den, okay, das heißt doch immer von wegen, nicht den Nachrichtenüberbringer töten. Was mich dann erinnert, ich brauche dringend eine bessere Panzerung für mein Auto. Getötet hat sie mich bisher noch nicht. Wir müssen übrigens die Hasenohren bei dir noch ans Auto anbauen. Nein. Den Jackrabbit. Aber ich glaube, Jojo hat da keinen Bock mehr jetzt drauf, weil die ist, glaube ich, die ist mir richtig sauer. Ich weiß, also die kam beim Doc raus, der hat mich irgendwann rausgeschickt, nachdem er eine Untersuchung gemacht hat. Und dann hat er mich rausgeschickt und dann kam Jojo auch irgendwann raus, dann ist voll der Scheiß abgegangen mit die ganze Situation. Ich weiß echt nicht, was da los war. Also ich war irgendwie noch halb benommen von dem Schlag, den sie mir abgegeben hat. Ich meine, du weißt ja, wie groß Jojo ist, die hat mir in die Weichteile. Ja, in den Bauch. Ja. Geschlagen. Und dann weiß ich auch nicht, dann ist irgendwie noch ein Wachmann einfach umgefallen, also so ein Riesentier ist irgendwie auf sie zugekommen und der ist dann einfach umgeknickst. Hm? Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, was mit der abgeht, ohne Scheiß, deswegen. Also ich melde mich bei ihr garantiert nicht, weil ich weiß auch nicht, die haut mir vielleicht am Ende nochmal eine rein. Und vielleicht, wenn du ihr mal, weiß nicht, fragst, wie es ihr geht, wenn du möchtest, ich weiß ja nicht. Ja. Wenn die mir eine reinhaut. Also wenn die schon so Typen umnockt, ja. Nee, aber hast recht. Eigentlich muss man mal gucken, was mit dir los ist. Dich entstellt doch eh nichts mehr, also jetzt komm. Danke. Bitte. Weiß ja, woher es kommt, Mann. Von der Elfe. Ja. Egal. Gut, the fuck. Genau, das dachte ich auch, weißt du? Ich hab gedacht, ich helfe ihr eigentlich damit, aber ich hab genau das Gegenteil, glaube ich, damit jetzt bewirkt. Ich könnte jetzt etwas sagen, tut es aber nicht. Vielleicht sollten sie erstmal zur Ruhe kommen lassen. Dass sie, wie lang war das denn her? Wann hast du sie denn zum Arzt geschleppt? Was haben wir heute, Esel? Na, ich nehme an, das muss raus. Also den gleichen Tag, 1 bis 2 Stunden später. So 1 bis 2 Stunden her. Eigentlich habe ich sie gerade erst abgesetzt. Ich rufe dich jetzt gerade aus dem Auto an. Also eigentlich ist es gerade passiert. Dann sollte sie vielleicht einmal drüber schlafen. Sowas hilft meistens, um die Gemüte zu beruhigen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Meinst du? Na, hat zumindest den meisten geholfen, den ich so im Krankenwagen rum hatte, die wegen Scheiße machen. Ja, aber Jojo ist nicht jetzt unbedingt die meiste, oder? Ach, ja. Ich habe es jetzt sowieso schon falsch eingeschätzt. Dann. Keine Ahnung. Ja, sagst du was. Ey, eigentlich müsstest du sie besser kennen als ich. Ihr seid irgendwie leer. Was? Hängt häufiger miteinander rum und so ein Zeug. Darum meine ich. Ja, nur weil du jetzt mal eine Woche irgendwo in der Pampa warst, brauchst du nicht zu sagen, wir hängen mehr rum. Was bist denn du für eine Sissi seit neuestem? Sag ja nur, meine ja nur. Einer treu. Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich würde erstmal eine Nacht drüber schlafen lassen. Dass sie mal wieder zur Ruhe kommt. Dass sie mal, keine Ahnung,
mal ausheulen kann. Jojo heult nicht, oder? Ja, so erwartest du jetzt wirklich, dass ich... warte mal. Nein, ich erwarte gar nichts von dir. Das Halt ist wie eine Dachdecker, ich weiß auch nicht. Ich muss das jetzt nur raus. Also ich würde sie erstmal schlafen lassen, darum. Weißt du denn, was sie da im Kopf hat? Beziehungsweise wie schnell muss das raus? Oder keine Ahnung. Also irgendwas, keine Ahnung. Sie hat wohl was gesagt, dass es ihre Eltern wahrscheinlich haben einbauen lassen. Also das ist schon etwas länger her. Jojo hat noch nie über ihre Eltern mit mir geredet. Noch nie. So viel zum Thema, ich kenne sie ja so gut. Mit mir hat's auch noch nicht so. Darum. Ja, hast du recht. Nix. Krummelst du denn wieder in deinem Bart? Ja, lass mich noch mit meinem Bart krummeln. Okay. Na gut, okay, gut. Also kein Schimmer. Kein Blassen, was da abgeht. Also ich mache mir Sorgen, aber ich habe mir jetzt vorher auch Sorgen gemacht und dann habe ich die Rechnung direkt aufs Butterbrot, aufs Nutella-Brot geschmiert bekommen. Ja, jetzt tu dir das nicht so aufkleistern sozusagen. Sie war halt sauer aus irgendwelchen Gründen. Aber mal gucken, warum sie sauer war und geht das auch schon wieder weg. Ja, aber wenn die sich jetzt was antut? Sagst du jetzt, dass die Möglichkeit besteht? Warum sollte sie sich was antun? Weiß ich doch nicht. Da müssen wir hin. Da müssen wir gucken, dass sie sich eben nichts antut. Ich gehe da nicht hin. Garantiert nicht. Die haut mir nochmal in die Fresse oder so. Siehste, so geht's mir. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Das ging mir jetzt alles an die Nieren. Erst der ganze Scheiß da von der vorigen Nacht, dann diese Absteige, wo wir da waren, das war ja zum Kotzen. Dann das verschissene Klo von dir und dann zum Schluss das. Das kann nichts dafür, dass mir die Ravioli auf den Magen schlagen. Ja, das stimmt allerdings. Ah, scheiße. Ja, ich schick mal eine Nachricht an Jojo. Gucken, ob sie auf irgendwas antwortet. Dann weiß ich. Wenn sie nicht antwortet, dann können wir immer noch gucken. Du bist doch so Matrix-Typ, hast nicht gesehen. Kannst Zeug. Oder im schlimmsten Fall kannst du sie vielleicht orten oder sowas. Ja, ich werde einen Teufel tun. Am Ende, was weiß ich, was ich da vielleicht noch auslöse bei ihr. Zum Schluss, was weiß ich, vielleicht ist das meine Schuld? Hä? Wieso? Keine Ahnung, was weiß ich. Vergiss es. Mehr Informationen oder gar keine? Gar keine. Na gut, also ich send an Jojo meine Nachricht und schau mal, von wegen, also nicht Sprache oder sowas, einfach nur Nachricht. Vielleicht hat sie ja Bock zu antworten. Ja, aber wenn sie dich dann fragt, warum du sie jetzt so fragst, dann kannst du ja nicht sagen, hier, Sibylle hat mich gerade angerufen, die hat gesagt, du bist scheiße drauf, du hast sie in die Fresse gehauen. Mach das bloß nicht. Na, ich kann ja sagen, hier von wegen, sie ist ja, ob sie heile zu Hause angekommen ist, weil Stuff. Weil wir ja immer noch irgendwo nur 5 Tage her ist, wo wir, ne? Hä? Ich weiß gar nicht, worum sie reden. Telefonstreich. Ja. Gut. Du weißt schon. Ja. Gut. Ja, ich bin nebenbei tatsächlich auch am imaginären Tippen. Wo? Was wo? Wo bist du am imaginären Tippen? Ach, ja. Nachricht jetzt oder was? Ja. Achso, dann sag das doch. Ich dachte, das hat sich aus dem Kontext ergeben. Für mich schon. Ich bin gerade in Character, ja. Ja, ich merke das schon. Das ist total chaotisch. Hoschösch. Ja, was schreibst du denn? Ja, ich schreibe, hey Jojo, gut zu Hause angekommen. Hatte ich Sibylle nach Hause gefahren? Ich glaube, weiß ich das? Ich glaube, ja. Das ist dann schon 2 Tage her, wo ihr euch am Spa getrennt habt, aber das ist ja irrelevant, weil du trotzdem ja zwischendurch keinen Kontakt mehr hattet. Jo, die Nachricht kommt auch mit ein bisschen Verzögerung an, weil Matrix-Verbindung scheint dort, wo sie ist, jetzt nicht so prall zu sein. Okay, also bekomme ich so eine Empfangsbestätigung. Ja, die kriegst du. Das bei Dingens auch kennt. Gelesen.
Und Jojo, du kriegst eine Nachricht. Zu welchem Zeitpunkt ungefähr ist das? Also wo ist sie da gerade? Ein bisschen Verzögerung. Sagen wir mal, es ist ein bisschen mehr Verzögerung. Das ist, als du gerade die Flinte testest. Und Alex pennt. Das war schon eine ganze Weile her. Ja, die Verzögerung war ein bisschen länger. Vielleicht hast du es auch nicht gesehen. Kann ja sein. Ja, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Irgendwann antwortet sie ja. Punkt. Ja, dann gibt's eine Nachricht an Sibylle von wegen, scheint's wohl gut zu gehen. Zumindest antwortet sie. Sie hat sich noch nicht umgebracht. Yes! Genau. Was er nicht ist, kann er noch werden. Wer weiß, ob das überhaupt Jojo war, die da geantwortet hat. So kam das von deinem, kam das von so einem internen hast du überhaupt ein internes? Weiß ich jetzt gar nicht. Was? Ich brauche kein internes, ich bin ein internes. Nicht du. Das kannst du nicht unterscheiden. Das weißt du nicht. Nee, ich merke, von welcher, in Anführungsstrichen, Nummer es kam. Ach so, die Nummer kennst du, das war Jojos Nummer zumindest. Die Nummer, die du auch geschickt hast. Genau, darum. Ich denke mal, dass es ihres war. Warum sollte sie auf mich antworten? Sollte irgendjemand anders nicht antworten? Ganz langsam, nochmal. Ich denke schon, dass sie es war. Du denkst. Das Denken soll man den Pferden überlassen. Aber okay, dank dir, Stefan. Ja. So. Denk lieber drüber nach, warum sie die runtergehauen hat. Vielleicht kannst du da herausfinden, was da los ist. Weil ich meine Nase in Sachen gesteckt habe, die eigentlich mich nur was angehen, aber Jojo da keinen Bock drauf hat. Dass ich Sachen mache, die einfach... Keine Ahnung, was das... Shit. Die hat über ihre Eltern geredet. Ich meine, what the fuck? Hat sie jemals mit dir über ihre Eltern geredet? Wusstest du, dass Jojo überhaupt Eltern hat? Ich dachte, es macht einfach plopp und die fing an zu existieren. Ganz ehrlich, das hätte mich nicht gewundert, wenn das so gewesen wäre. Ja, siehste? Ja, kennst du ja die Jojo, dass sie gern mal einen auf fröhlich macht. Ich kenne Jojo nicht anders als fröhlich. Ach, vergiss es. Du wirst das nicht verstehen, das sind Frauensachen. Hat der eine Typ, der eine Ork letztens anders behauptet? Na, lass mal das. Hä? Als ich das Kind zur Welt gebracht habe? Ach so. Ja, keine Ahnung, wenn du gerne an Uterussen rumspielst. Uterrüssen? Unterrüsseln? Ja, hi Leute. Sorry, wir hatten hier ein kleines technisches Problem mit unserem Teamspeak-Server an der Stelle. Deswegen ist hier ein ganz kleines Stückchen rausgeschnitten. Und es geht auch gleich weiter mit dem eigentlichen Teil, den wir angefügt haben. Also wenn es jetzt etwas, aus dem Zusammenhang gegriffen ist, wie es weitergeht, dann nicht wundern. Wir hatten ein technisches Problem mit dem Teamspeak-Server für ein paar Minütchen, aber das geht dann auch gleich weiter. Sorry! Ich habe Wasser getrunken. Na, ich merke schon, du zitterst schon in der Stimme. Und Rotbusch-Tee. Das wird's gewesen sein. Heißt doch Rooibos, oder? Heißt das nicht Rooibos? Egal, es gibt beides. Okay. Ich frage ja nur, ich will nicht wieder in die Fresse gehauen werden hier. Ach komm, du hast doch die Geschichte völlig falsch erzählt. Du hast doch nur die Hälfte erzählt. Ja, das ist die Perspektive der Billy, richtig. Das ist doch perfekt. Ich weiß, ich fand's ja auch gut. Damit lasse ich voll viel Raum offen für dich. Vor allem, ich wollte halt nicht so arg viel, weißt du, wenn ich ihm jetzt das ganze Zeug aufs Butterbrot schmiere und er dann sich verplappert bei dir am Ende. Alles gut. Ist doch alles gut. Du musst dich für überhaupt nicht hauen. Nicht hauen. Nicht hauen. Doch, es ist alles gut, Schatzi. Es ist alles gut. Nicht hauen. Ja. Ach, Moment, ich bin gerade ein Kind. Alles gut so. Geh bitte aufs Klo, bevor das passiert. War ich der Einzige, der so schlimm von seinem Vater geschlagen wurde, dass er nicht mehr atmen konnte? Ey, darüber macht man keine Witze. Das war jetzt schon ein Stück Ehrlichkeit, ne? Das ist traurig. Wir von den White Russians sind gegen Gewalt an Kindern, außer wenn es nötig wird. Es sei denn, die leben in China. Dann werden die zur Hochleistung darauf getrimmt. Ja. Hä? Voll asozial. Ja, wunderbar. Da gibt's die Yellow Marks. Dieses Kind darf geschlagen werden.
Das war eigentlich jetzt so meine Hauptfrage. Wenn man einen Schlumpf würgt, welche Farbe bekommt er dann? Lila. Er wird kurzzeitig mal violett und dann wird er wieder blau. Der ist doch aber schon Standard. Naja, egal. Wo ja, waren aber wir stehen geblieben? Wenn dann Rot dazu kommt, bei Steppy deinem Gespräch mit Steppy und abgeschlossen. Abgeschlossen, gut. Steppy hatte Jojo eine Nachricht geschrieben. Er hat ein Ja zurückgeschrieben. Genau. Wir waren zwar nicht hundertprozentig sicher, dass du es warst, aber wir haben es jetzt erstmal angenommen. Genau. Was sich die nächsten Tage auch nochmal einstellen wird, so nach ungefähr einer Woche oder so, ist, dass du eine Nachricht von Jojo bekommst, die sich du. Ich? Billy. Jojo. Nein, du kriegst Sibylle. Eine geschriebene Nachricht von ihr. Mhm. Hase! Hase! ich überlege gerade, wie ich es so am besten formuliere. Ich muss jetzt leider mal den Fauxpas begehen, indirekte Rede zu benutzen, aber das ist nicht so schlimm. Boah. Sie entschuldigt sich auf jeden Fall bei dir für die dafür, dass sie dich geschlagen hat, primär. Indirekte Rede, Karma-Abzug. Fick dich! Wir kriegen Karma. Ich wollte gerade sagen, als ob wir überhaupt Karma bekommen würden. Ihr bekommt Karma abgezogen. Ja, stimmt. Sonst gibt es nur negativ Karma. Dann sag mir, von welchen Skills ich die wegziehe, abziehen soll. Genau. Mach unsere dann Charaktere später. Entwickeln sich zurück. Genau. SR-Degeneration. Ja. Das ist okay, da nicht Star Wars da kommt eine Next Nachricht, Generation. Da kommt eine Nachricht. Hey Billy, tut mir leid. Da ist einiges ziemlich blöd gelaufen. Ich melde mich dann nochmal bei dir. Jojo. Direkte Rede, Karma-Abzug. Sibylle schreibt eine Nachricht zurück und generiert zuvor einen Smiley, der die Hände vom Gesicht verschränkt hält, um nicht geschlagen zu werden, wo es draufsteht, okay. That was supposed to be funny. Bam. Gut. Passt. Gut. Dann habt ihr. Ach nee, du willst noch was antworten, ne? Nee, ist wunderbar. Ich bin total glücklich. Ja, jetzt tust du wieder so und dann häufst du mir die Ohren voll die ganze Woche. Ich schreib in den Chat. Gut, ihr habt 3 Wochen Downtime, so ungefähr von dem Zeitpunkt an, von dem Zeitpunkt an, wo Billy mit Steppy telefoniert hat bezüglich Jojo. Ihr könnt mir jetzt kurz sagen, was ihr da macht. Ladies first. Wisst, der weiß schon, was ich tue. Ich habe Text geschrieben. Ach, ihr habt ja Offtime geflufft, ihr Pissnäcken. Wir haben nicht wirklich Offtime geflufft. Ein bisschen. Gut. Aber nicht wirklich. Ich habe hauptsächlich Text geschrieben. Sibylle wird sich, weil sie ja das schon lange machen wollte, jetzt mal irgendwo im Fitnessstudio anmelden und auf den Schießplatz gehen. Eigentlich mehr, um gut auszusehen und weniger zu schießen, aber so ein bisschen wird sie schon schießen und vielleicht den einen oder anderen attraktiven, hübschen Trainer fürs Schießen oder fürs Workout versuchen zu... fürs Schießen. Bauchpinseln. Was? Nichts, man hätte die Bewegung dazu sehen müssen. Ich hab das mit dem Schießen verstanden. Heiße Luft. Ich fand's gut. Und das wird so, also beziehungsweise halt Nagelstudio und Gäste und Boris und Valerie besuchen und Nachrichten, ganz viel Nachrichten verfolgen, weil immer noch total durch den Wind und ganz viel Matrix-Suche machen, weil sie eh kaum schläft. Das ist so das alles. Du hast ja überhaupt keine Lizenz für Waffen. Deswegen Schießplatz und Waffen. Deswegen braucht sie ja eine. Die geht ja nicht mit ihrer Knarre hin. Sagt, ich möchte mal ein bisschen schießen hier. Die geht guck mal, ich hab da was, stell dich mal darüber. Genau. Die macht es schon geschickt. Da du ja nicht auffällig geworden bist durch irgendwelche Straftaten und... noch nicht? Noch nicht, genau. Da du irgendwie nicht aussiehst wie der übelste Typ, der jetzt sich mit der Waffe in die Schule setzt und alle abknallt und da du eine legale, vollkommen perfekte Sinn hast, kannst du ein bisschen anfangen rumzuballern, das ist richtig. Nagelstudio, easy. Fitnessstudio, easy. Fitnessstudio, Trainer oder Trainerin vernaschen, easy. Ich hab nicht gesagt vernaschen, ich hab gesagt anbämbeln, Bauchpinseln, so nach dem Motto und das ist alles nur fürs Karma, fürs Charisma aufpolieren.
Ja, ne klar. Das ist alles nur fürs Charisma natürlich. Genau. Okay. Nächster. Ja, Stefan. Stefan? Stefan, danke. Wird die meiste Zeit dieser Zeit damit verbracht haben, einfach ganz normal weiterzuleben, weil ihm ist ja nichts Schlimmes passiert. zumindest nichts Schlimmeres als das Übliche. Ergo bastelt er in seinen Drohnen rum. Ich habe jetzt übrigens inzwischen ausgedacht, wie die Drohnen im AR aussehen. Erzähl mal. Zum einen, ich habe ja zwei kleine Drohnen. Einmal so eine, oder drei, wenn man es ganz genau, wenn man das Auto dazu zählt. Und zwar ist das die Augendrohne, der ist Glubscher und sieht in der Matrix aus wie so ein Beholder. Mhm. Jeder, der einen Beholder kennt, einfach googelt. Ich weiß Bescheid. Und die andere Drohne, es war ja, glaube ich, so ein Krabbler irgendwie, wenn ich mich ganz täusche. Nö, du hast eine Rotordrohne, die ungefähr eine Bierkasten groß, vielleicht ein bisschen größer ist. Solltest du das nicht wissen, Herr Rigger? Ja, die habe ich nicht so häufig benutzt bislang oder überhaupt. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht benutzt. Mist, für eine Krabbler-Drohne hatte ich ein besseres Bild, aber für eine fliegende Drohne müsste ich jetzt nochmal nachdenken. Sieht immer aus wie ein Bierkasten. Punkt. Ich weiß nicht, so ein fliegender Bierkasten? Wie ein Falke. Wie ein Falke. Das ist aber ein sehr schwerfälliger, langsamer Falke, oder? Ganz ehrlich, ich dachte jetzt eigentlich mehr so ein bisschen an Airwolf. Was für ein Ding? Genau den. Awesome. Jupp, das Bild steht. An den ist er ein bisschen rumbauen. Der heißt auch Airwolf und der andere ist, wie gesagt, einfach ein Hübscher. An den ist er rumbauen, ein bisschen an der Persönlichkeitsmatrix schrauben und natürlich weiterhin Jobs durchführen. Ganz normal sozusagen, weil irgendwie muss das Geld ja in die Kasse kommen. Ja. Sag mal, willst du nicht zufällig eine fahrende Hebammenzentrale einführen für dich? Ich meine. Nein. Schade. Naja, gut, dann muss es wohl das normale Gekrösel sein. Alles klar, dankeschön. Mit der Hebamme, das ist so Hobby, ja, und das ist nicht Beruf. Und was machst du in deiner Freizeit? Oh, ich bringe gerne mal ein Kind zur Welt. Ganz ehrlich, das klang jetzt irgendwie cooler, als du es wolltest. Mist, irgendwie nicht. Ja, Jojo weiß ja, also Jojo ist beschäftigt mit Arbeiten, also was heißt Arbeiten? Flummi. Arbeit. Ich weiß das, aber du hast 50 Seiten das Hintergrundgeschichte geschrieben und 4 Seiten Text oder so. Das musst du jetzt schön nochmal für die anderen beiden ansagen, was du machst. Okay, also Jojo ist die meiste Zeit damit beschäftigt. Also sie ist aktuell bei den Falcons. Ich weiß nicht, bei Alex. Ich weiß nicht, ob Stefan da irgendwann mal vorbeikommt. Da könnte es vielleicht sogar sein, dass er mitkriegt, wo sie ist. Möglicherweise, wenn er denn da rumgeistert. Ja, er versucht ja in die Falcons reinzukommen. In jedem Fall ist sie hauptsächlich da. Macht da, also wohnt offensichtlich auch gerade da. Macht da irgendwelchen Kram. Also alles Mögliche. Von irgendwelchen Lieferungen, die sie da sauber macht oder richtig macht oder was auch immer, bis hin zu ganz normalen Sachen, die sie da rumbastelt, was auch immer. Und wenn es nur Schutzgeld ist, das sie eintreibt, alles Mögliche halt. Hauptsache, sie hat irgendwas zu tun. Dann schraubt sie mit Alex zusammen noch ein bisschen an einer Lösung oder zumindest einer ansatzweise Lösung für ihr Problem rum, das sie auch irgendwann fertig hat und findet langsam aber sicher auch zu ihrer Form zurück, zu ihrer normalen Form zurück und findet auch ihre gute Laune wieder, nachdem sich irgendwann mal herausgestellt hat, dass sie, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, dieses blöde Ding davon abzuhalten, sie ständig auszunocken. Das war schon was. Bin ich gespannt, was es war, wie sie das schafft. Nee, müsste ich nochmal lesen. Ja, ihr werdet euch ja jetzt gleich wieder treffen. Ich leite das mal kurz in die Wege, ja. 3 Wochen.
Haben wir gesagt. 2.2. ist es jetzt schon. In der Woche ist übrigens der große Gedenktag zu den zum Gedenken an die ganzen Opfer, bla bla bla, ne? Gibt's also jetzt auch schon Veranstalten? Na, immer noch? Was heißt immer noch? Das ist halt in der Woche. Wer ist denn der Klavierspieler jetzt für die Geschichte? Das ist, so, man hat einen gefunden. Hab ich dich voll in den Arsch gefickt gerade. Nö, hast du nicht, aber ich bin auch nicht ganz sicher, wie sehr ich euch jetzt ficken will, beziehungsweise einen von euch, aber das ist egal. Man hat jemanden gefunden, man gibt immer noch nicht bekannt, das ist ein Überraschungsgast. Man ist aber der Meinung, komm mal das, der auf jeden Fall den Wünschen der Kritiker vorher gerecht wird, also russischer Abstammung ist und auch quasi weiß, was es bedeutet, in Russland zu leben, Russe zu sein und da irgendwie das perfekt präsentieren, repräsentieren kann. Das überlege ich mir noch, wer das ist, je nachdem auch, wie lange er jetzt braucht. Genau, aber unabhängig davon, am 2.2. Freitag kriegt Steppy gegen 10 Uhr morgens einen Anruf. Auf dem Comlink steht entweder Olga oder Mutti, je nachdem, was du eingespeichert hast. Wahrscheinlich Mutti tatsächlich. Ja, auf dem Display, beziehungsweise in der Matrix sozusagen, erscheint ein junger Mann, angezogen mit allem drum und dran, grinsend, hallo, sozusagen, welches tatsächlich über den Drei-Tage-Bart und den im T-Shirt irgendwo auf der Couch rumlungernden Ork überdecken soll. Mutti! Hallo, Stefan, störe ich dich gerade beim Arbeiten? Nee, geht gerade noch. Ich hab gerade Pause. Oh, das ist schön, mein Junge. Du warst ja lange Zeit gar nicht erreichbar. Wie geht's dir denn so? Ach, ich kann nicht klagen. Alles super. Viel alles, unterwegs, darum. Alles super. Warst du viel im Stress mit der Firma, ja? Ja, ja. Sag mal, hast du da auch Zeit, so wie, also, gibt's da vielleicht eine Frau in deinem Leben? Bilder von Steffi und Sibylle tauchen auf. Ach, weißt du, das ist noch nicht so akut. Aber wenn da was in Aussicht wäre, würdest du deiner alten Mutter das schon mitteilen, oder? Sicherlich. Ah, das ist. Du musst dir keine Sorgen machen, Mutti. Das ist gut, weißt du. Du weißt doch, ich bin so stolz auf dich und ich bin so stolz auf die Wahl, die du getroffen hast, dass du das auch durchgezogen hast und trotz der Tatsache, dass du dann irgendwann später nochmal dich da quasi verwandelt hast und immer noch da bei Irkast 2 bist, das finde ich super. Ja, also es war alles zwar schwierig, aber man steht sowas durch. Ja, auch gerade, weil ich sehe das doch immer wieder bei deinem Bruder und bei deinem Schwager. Also mit diesen Gangleuten da, mit denen die sich rumtreiben, das ist einfach nicht schön. Na Mutti, da musst du keine Angst haben von irgendeiner. Sowas komme ich gar nicht reden. Ja, das weiß ich. Das finde ich so schön, dass da wirklich was aus dir geworden ist, mein Junge. Aber sag mal, hast du was von deinem kleinen Bruder gehört die letzten Tage? Nein, eigentlich gar nicht so wirklich. Wieso? Ja, der Vitali. Nee, aber der kam die letzten 3 Tage kam der nicht zur Arbeit. Und deine Schwester, die macht gerade auch auf Arbeit irgendwie, also die wirkt immer abgelenkt und baut schon ganz schön viel Mist so. Und die haben beide nur noch keine Verwarnung bekommen, weil gerade wieder dieses Rabutnik- und Familienprogramm läuft. Also, weil wir ja fast die ganze Familie dort arbeiten haben, da kriegen wir ja einen Bonus. Deswegen haben die beiden noch keine Abmahnung bekommen. Aber wenn Vitali jetzt nicht weiterhin nicht zur Arbeit kommt und wenn deine Schwester da Mist macht, ja, dann sieht's vermutlich so schlecht aus. Und du, das, also, du hattest schon immer einen guten, besseren Draht zu deinem Bruder als ich. Kannst du mal mit dem reden vielleicht? Claro.
Das wäre gut. Ich mache mir solche Sorgen, dass der zu diesen Gangleuten abrutscht und dass dann irgendwas passiert oder so. Das sind doch alles Schläger und Kriminelle und das will ich nicht für ihn, weißt du? Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Nee, weil, ja, ich schau mal, ob ich ihn erreichen kann. Sollte ja nicht allzu schwierig sein eigentlich. Hast du keine Nachricht von ihm bekommen? Hast du ihn nicht mal angerufen? Ich hab ihn angerufen, aber du weißt doch, wie es ist, wenn er dann immer seine Spiele spielt oder wenn er bis nachts in der Kneipe hängt, der ist nicht rangegangen. Ja, ich schau mal. Das wäre ganz toll. Du bist wirklich bist einfach der Beste. Ich find das so schön. Dass wirklich einer in der Familie es geschafft hat, auch nicht diese Fabrikarbeit zu machen, sondern du bist so ein Arzt geworden. Das erzähle ich auch gern meinen Freundinnen. Das ist wirklich schön. Ja. Ja, nun, was man nicht alles für tut mit den Gaben, die einem gegeben wurden. Ja, ich will dich gar nicht weiter von deiner Pause abhalten. Ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht und wegen vielleicht einer kleinen Freundin und halt wegen deinem Bruder. Wenn, sobald du was weißt, meldest du dich, ja? Ja, sicherlich. Du störst nie, Mutti. Danke, das würde dein Bruder so auch nicht. Na gut, dann Dankeschön. Ich muss auch gleich weiter da hinten. Die Maschine läuft schon wieder an. Vielleicht kommst du ja uns nochmal die Woche jetzt besuchen oder so. Also ja, die nächste. Ich schau auch mal, wie es sich einrichten lässt. Ja, das wäre. Ich bring auch, ich koch dir deinen Lieblingspudding, ja? Ah, das wäre super. Ja, na klar. Dann sehen wir uns ja vielleicht so. Ich muss jetzt auch wieder. Mach's gut, ne? Ja, bis bald, Mutti. Piep, piep. Ich stelle fest, dass meine Mutter mich genauso nervt. Ich habe jetzt gerade mal nur eine Frage. Why the fuck ausgerechnet Sibylle? Was ploppt in deinen Kopf, wenn deine Mutter dich nach Freundin fragt, ploppt dir Sibylle in den Kopf, Alter? Was? Er sieht nur die Titten. Wenn er von Sibylle spricht, meint er eigentlich Brüste, das ist doch klar. Ist okay. Ja. Tatsächlich will ich auch mal eine Nachricht schreiben erstmal. Ne? Weil ich persönlich denke immer, dass man auf Nachrichten leichter antworten kann als auf so einen Telefonanruf, vor allem dann, wenn man keinen Bock hat. Und zwar mit ungefähr folgendem Wortlaut. Ey, Vitali, du alte Schlampe, was machst du? Von dir hört man ja auch gar nichts mehr. Sowas um den Dreh rum. Gut. Im Normalfall würde ich dir sagen, ich sag dir dann später, wenn eine Antwort kommt, aber da das nicht eintreten wird, sage ich dir, kommt keine Nachricht zurück. Natürlich. Ich behaupte mal, dass es ungewöhnlich ist. Ja, es ist halt dein Bruder und eigentlich, also du bekommst auch keine Empfangsbestätigung, wollte ich noch sagen. Das ist schon etwas kritisch, Herr. Mal nachdenken. Wenn ich im Moment sowieso nichts Besseres zu tun habe und das ist der Vorteil, wenn man so freischaffender ist, würde ich tatsächlich mal grob zu ihm fahren. Wow. Dein Bruder wohnt, warte, ich muss gerade aufmachen. Ich glaube, das habe ich nicht wirklich. Ich habe das gemacht. Warte. Auch gut. Piu, 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 ah da. Dein Bruder wohnt an der Grenze Chovrino-Bergovoy, einfach weil das ein sehr kurzer Arbeitsweg dann ist. Das ist nicht so ein abgefucktes Chovrino, wie wo ihr letztes untergekommen seid, sondern es ist halt ein
Komplex für Lohnsklaven, die einfach dann alle in die Monorail früh steigen, dann die Nacht, den Tag durcharbeiten oder abends hast dahin fahren, übelste Schichten schrubben, den ganzen Tag an der Maschine stehen, nach Hause kommen und vom Tag halt nichts mehr haben. Es ist nichts Besonderes. Geht einigermaßen von der Smogbelastung, aber nur, weil die Wohnungen entsprechende Filter dort haben, aber nicht die Straßen. Also dort rennen wirklich alle mit irgendwelchen Atemschutzmasken oder ähnlichen rum. Und du weißt, dass sich da eine kleinere Gang, die Spikes, halt rumtreiben. Okay. Ja, ich erstmal so. Und ja, ich habe meine Drohnen mit eingepackt. Also, die große Drohne wird im Kofferraum sein und die kleine Drohne schwirrt so oder so die ganze Zeit immer grob in der Nähe rum. Also, sofern man das einen Kofferraum nennen kann beim Jackrabbit. Aber ich denke mal, so ein Bierkasten muss reinpassen. Ja, das passt auf jeden Fall, das ist nicht das Ding. Würde er jetzt aber ganz normal zur Wohnung hingehen, halt so wie es ist, wenn der Bruder besucht. Vielleicht etwas früh, denken wir mal meint, beziehungsweise so lange, wie ich mir halt Zeit gelassen habe, um auf eine Nachricht zu warten. Was schon vielleicht so 2-3 Stunden gewesen sein könnte. Ist eigentlich ein kleinerer oder ein größerer Bruder? Kleinerer. Ganz vertan habe. Aber ich meine, ja. Gut. Ja, genau. Und ich würde, wie gesagt, dorthin und einfach mal schellen. Jo. Achso, du kommst ja eh nicht bis in die Wohnung, stehst vor dem Haus und schellst und es öffnet sich nicht. Damit habe ich zugegebenermaßen gerechnet. Würde ich erstmal eine Drohne, sprich meinen kleinen Flieger, meinen Glubscher losschicken und dass er mal in die Fenster reinschaut. Gut. Du siehst durch die Fenster, dass... Okay, du siehst erstmal, dass niemand da ist. Du siehst das normale kleine Zimmer, viel mehr ist es ja nicht. Noch eine Küchenzeile und ein Bad von deinem Bruder. Es ist wie immer recht aufgeräumt und sauber, aber spartanisch eingerichtet. Sofort wird deine Drohne bzw. du eingeladen, Pocket Monster mitzuspielen, was dein Bruder offenbar auch immer tut, um seine Wohnung in ein interaktives Spielfeld zu verwandeln. Das heißt, es steht erstmal da, ein wildes Schraubsieg greift an. Möchtest du gern mitspielen? Du siehst ziemlich viel Fast Food, du siehst deinen neuen teuren ARVR-Sessel mit Rückenstimulantien, nein, nicht mit Rückenstimulantien, mit Rückenmassagepads und so einem Scheiß, damit man stundenlang einfach nur quasi in der VR rumliegen kann. Mhm. Und die Tür ist angelehnt, also nicht ganz geschlossen. Man sieht es vermutlich von außen nicht, von innen kann man es aber sehen. Also die Haustür, die zum Flur geht wahrscheinlich, meinst du? Genau. Das macht mir schon prinzipielle Sorgen. Ich stell mal, ist das so ein Mehrfamilienhaus? Also wie viele Familien leben hier schätzungsweise? Extrem viele. Perfekt. Sagen wir mal so 40. Ich stell einfach mal beim Obersten. Würfel mal bitte Edge. Warte, ich muss eben... Vielleicht sollte ich meinen anderen Charakterbogen rausholen, wo die Würfelwerte draufstehen. Das wäre keine der schlechtesten aller Ideen. Ich hatte... Edge. Bin mein Edge. Oder nee, drei? Sibylle hatte zwei, dann hattest du drei. Ich hatte doch zwei. Ich dachte, ich hätte Hattest mehr du doch zwei. Ich dachte, ich hätte mehr gekauft. Tja, dann hast du zwei. Ja, ich würfel mal zwei. Jupp. Das ist unfair, ich habe einen Patzer erwartet. Bei zwei Würfeln hat man immer einen Patzer. Mist. Okay, nach einigen wertlosen Versuchen lässt dich irgendjemand rein. Also es ist dann so ein Typ, der vermutlich ein Paket erwartet oder irgendwas und einfach auf Öffnen drückt. Sonst war jemand da. Genau. Auf sowas habe ich so ein bisschen spekuliert. Würde bei mir auch funktionieren. Ich mache mich da mal rein.
Und gehe dann mal zur Wohnung meines Bruders und wird mal vorsichtig die Tür öffnen. Ja, die Tür öffnet sich. Das Schloss sieht irgendwie leicht zerkratzt aus, obwohl es nicht so ultra alt ist. Und ja, du stehst vor allem, und eine Schraube ist nicht ganz reingedreht von der Verschalung. Und du stehst in der Wohnung deines Bruders. Du kannst jetzt nicht viel mehr erkennen als vorher mit der Drohne, außer natürlich die Namen des Fraßes, das er sich reingezogen hat. Es ist weder sein Comlink noch sonst irgendetwas ist aufzufinden, sagst du. Sein Comlink ist nicht da. Du findest ein paar Kleidungsstücke von ihm halt. Und was man sonst so in der Wohnung hat, ne? Okay, dass hier offensichtlich eingebrochen wurde zu irgendeinem Zeitpunkt, ist klar. Die Frage ist, war er zu diesem Zeitpunkt hier drinne? Du hast gesagt, sein Spiel ist am Laufen. Sieht von Schuhen, Kleidung her, das so aus, als wäre wie irgendwie, als hätte er zumindest die Schuhe angehabt oder waren es nur die Hausschlappen oder irgendwie so ein Scheiß oder sowas? Seine Schuhe fehlen, seine Hausschuhe sind da. Mach mal bitte Wahrnehmung. Sehen. Ja. Das ist 3, das ist Intuition, das ist 7. Immer noch hinten, noch 2 Erfolge. Okay, was auffällt? Sein Home-Terminal ist natürlich an und der ist noch eingeloggt. Nee, es ist nicht natürlich, aber doch, also natürlich ist, dass es an ist, sowas bleibt ja an. Er ist noch eingeloggt, das ist eher nicht natürlich. Du siehst auf dem Tisch ein relativ starkes Immunsuppressiva stehen und Immunsuppressivum? Egal. Immunsuppressiva siehst du halt stehen und das Glas, was er vermutlich aus seiner Lieblingsbar der Spätschicht mitgehen lassen hat. Ansonsten nicht viel. Von welcher Bar ist das Glas? Es nennt sich die Spätschicht. Die Spätschicht war also die Lieblingsbar meines Bruders. Jo. Okay. Merke ich mir. Ist leicht zu merken, nicht so als ob. Sozusagen lass im Hintergrund eine Matrix-Suche laufen. Nach der Spätschicht, wo die ist. Währenddessen ich vordergründig gucke, wie lange es her ist, sozusagen, dass hier eingeloggt wurde, sozusagen. Ich schau mal durch seinen Computer so ein bisschen, da er ja immer noch eingeloggt ist, wie lange das Ding, vielleicht wie lange das Login schon noch am Laufen war. Oder vielleicht wann irgendeine Datei das letzte Mal geändert wurde, nach solchen Sachen. Er ist zwar eingeloggt, aber ist halt wie heute bei deinem Rechner, Bildschirmschoner geht an, du müsstest ein Passwort eingeben. Was du aber siehst, ist, dass der letzte Login, wo was gemacht wurde, am, 29.01. war. Wann, 2081 inzwischen, oder? 80. Achso, okay. Welchen Tag haben wir denn heute? 2.02. Okay. Also ist jetzt drei oder vier, ich glaube 3 Tage her. Ich weiß nicht, ob der Januar 30 Tage oder 31 Tage Woche war. 31 hatte Januar. Okay, also 4 Tage her. Gut. Hat er irgendwie E-Mails oder sowas, die auf ein mögliches, die in den letzten 2-3 Tagen, in den letzten 4-5 Tagen reingekommen sind, welche nicht Spam sind? Dafür müsstest du das Passwort wissen. Du kannst dich ja nicht einloggen. Du kannst nur sehen, wann der letzte Login war. Okay. Nee, ein Knackerprogramm habe ich nicht. Ich habe auch kein Deck. Ach ja, das Passwort ist weder eines der häufigsten, ist weder Sex, Gott noch Passwort. Ich versuche auch mal so die üblichen Sachen. So Namen von ihm selber, von mir, Geschwister.
Geburtsdaten, nee. Ja, gut. Also die üblichen Sachen sind es nicht. Es ist auch nicht ein wildes Schraub, sie greift an. Vielleicht schraubt sie selber? Oder den Spitznamen des Pons, was er am liebsten hat? Okay. Nee. Gut, dann wird gleich die nächste Nachricht vorbereitet, glaube ich. Was könnte man noch, wonach könnte man noch suchen? Ja, er würde gucken, ob Portemonnaie und alles da ist. Solche Sachen. Ich frage mich gerade, wozu man noch ein Portemonnaie brauchen könnte. Für Bilder. Du wirst lachen. Selbst in Seattle ist es so, dass dort größtenteils noch mit Bargeld hantiert wird. Ich habe auch ziemlich doof geguckt. Warum das denn? Kann ich mir kaum vorstellen, aber das ist egal. Ja, er hat ein Portemonnaie, es liegt noch da. Da sind, weiß ich nicht, irgendwelche Chipkarten für Schließfach am Bahnhof, was er gemietet hat, sind da drin irgendwelche anderen Max-Schloss-Karten für irgendwelche Firmen-Max-Schloss-Karte, damit er halt zur Arbeit kommt und seine Monorail-Monatskarte. Okay, also weit wollte er anscheinend nicht. Hat er ein Auto oder sowas? Nö, hat keins. Ganz okay. Kann er sich nicht leisten, du bist doch der Einzige, aus dem was geworden ist, Mensch. Okay, gut. Aber seine Monorail-Karte hat er hier liegen lassen. Das ist etwas ungewöhnlich. Gut, ich nehme mir die Sachen mal mit. Weil ist da ein Wohnungsschlüssel-Karte bei? Ja. Gut, dass ich hier wieder reinkomme, wenn irgendwas sein sollte. Oder wenn irgendwas ist. Naja, das Max-Schloss sieht... Also, ich meine, du hast Hardware hoch genug... Das Max-Schloss sieht aus, als wäre es ziemlicher Schrott inzwischen. Du könntest vermutlich auch einfach die Tür aufdrücken, wenn du sie jetzt zumachst. Nee, ich meine jetzt tatsächlich für die Haustür. Ach so, ja, klar. Damit ich da nicht ständig rumdrücken muss. Nee, aber tatsächlich, während ich wieder hinausgehe sozusagen, schwer drüber grübelnd, wo mein Bruder jetzt sein könnte und mir doch Sorgen machend, eine Nachricht an Sibylle. Mit folgendem Wortlaut. Wie gesagt, ich mag es lieber Nachrichten zu senden, als direkt anzurufen, offensichtlich. Sibi, hör mal. Es sieht so aus, als ob mein Bruder irgendwie verschwunden ist. Damit du nicht auch sagen kannst, ich rede nicht über meine Familie. Ich habe Bruder, Schwester, solche Sachen. Und der kleinere davon scheint sich irgendwie vor 4 Tagen aus dem Staub gemacht zu haben, aber ohne dass er es wollte. Ich bräuchte mal deine Hilfe, deine technische Hilfe. Dein Telefon klingelt, dein Intercom, dein Comlink, der klingelt. Alles Mögliche klingelt. Ah! Richtig. Ja, deine Eier klingeln auch, mein Freund. Heiliger! Ja, was? Wie? Hi. Wer bist du denn? Heute auf Familien... nein, das war ja schon wieder 3 Wochen her. Nein, sind wir irgendwie momentan sagen, alle jetzt mit Familie involviert irgendwie? Du hast einen Bruder? Ja, du wirst lachen. Sogar eine große Schwester noch. Und sogar 2 funktionierende Eltern. Und die ich auch alle sehr gerne, sehr lieb habe. Und dein Bruder ist weg? Genau. Hast du ihn vergrault? Nee, zumindest glaube ich nicht, dass er dann sein Schloss von der Tür kaputt machen würde deswegen. Oh. Genau. Wie soll ich dir jetzt helfen? Ich wollte mal gucken. Sein Computer war das einzige, wo ich nicht ran kam. Mhm. Weil er benutzt anscheinend nicht die üblichen Passwörter. Und der hat sich anscheinend auch nicht irgendwo aufgeschrieben. Und er wollte dich fragen, ob du da vielleicht mal reingucken kannst. Ja, ich kann vorbeikommen. Naja, entweder das oder durch die Matrix ist mir eigentlich Jacke wie Hose, wie du das machst. Auf dein Comlink drauf darf, dann mache ich das natürlich von zu Hause aus. Klar, das kannst du auch machen. Ja, dann mache ich das. Dann machen wir mal einen Mark eben. Wenn Erbs dann bei dir vorbeischaut, mach dir keine Sorgen, der will manchmal nur gefüttert werden. Okay, was will er haben? Och, der nimmt allen Datenmüll, was du irgendwie hast, aber gib ihm nicht zu viel, der wird dick, der Kleine.
Kein Witz, Mann, das ist nicht lustig. Ich muss aufpassen, was der isst, der braune, ausgewogene Ernährung. Zwischen Pizza und Weiz. Ja, okay, gut, werde ich aufpassen. Medizinlogik, warte ganz kurz. Ja. Nee, sag ruhig weiter. Sag ruhig weiter. Gib mir einfach mal die Adresse, ich komm rübergefahren. Ja, kriegst Adresse und eine Mark auf meinem Kommilik, wenn du es nicht schon eh hast. Nö, ich mach nichts mehr hinter den Rücken von Leuten. Das macht Magenschmerzen. Nachvollziehbar. mal gucken, Logik 5, Dings 4, 9. Ich bin der Gott. Bitch. Was ist denn dein mentales, geistiges Limit? Auch 5. Fuck you. Warum weißt du das, Bitch. Flumi? Hör auf damit. Ich wollte gerade sagen, warum weißt du das? Weil du das irgendwann am Anfang der Spielrunde mal erwähnt hast. Ja, ich merke mir auch sämtliche Zahlen, die jemals irgendwo vorkommen. Dass der Körper 6 hat und die anderen beiden 5. Das stimmt. Alter. Das hatte noch, ja, das bei der ersten Testsession hatte das hier unser Beppo gesagt. Da fragt man sich noch, wofür man einen Charakterbogen braucht, wenn das Flumi alle auswendig kann. Okay, löscht alles, Flumi kann das. Und wenn nicht, gebt ihr einfach eine Schelle. Okay, 5er Folge, nicht übel. Immunsuppressiva, vor allen Dingen die da. Genau, da wollte ich auch noch nachfragen, sorry. Nö, ist ja kein Ding. Du weißt, also Immunsuppressiva gibt man ja eigentlich bei irgendwelchen Krankheiten, wo dein Immunsystem komplett austickt und dein Körper vernichtet. Oder bei frischen Implantaten oder bei Implantaten, die der Körper nicht so gut verträgt, aber auch nicht die ganze Zeit, weil dann zerlegst du dir halt das Immunsystem und krepierst unter Umständen an der Grippe. Nicht so cool. Hallo AIDS. In jedem Fall, das Zeug, was da gegeben wird, ist, oder was dein Bruder da stehen hat, ist ziemlich, ziemlich heftig. Und da wurde auch schon ein bisschen was offenbar aufgebraucht. Und du siehst auch, von wem das ist. Und zwar, warte. Das ist von der, von dem Konzern, wo du gearbeitet hast. Also ihr Cast Y. Ich muss eben kurz aufschreiben. Mach das. Während er aufschreibt, Sibylle hat sich quasi in ihr Auto geworfen und fährt schon mal los. Mit Leitsystemen soweit möglich. Und in der Zwischenzeit macht sie sich auf den Weg auf den über den Comlink an den Rechner dran. Wenn sie das darf. Liebster ist ihr eben. Diese starken Immunsachen, Dings da, nennt man die überwiegend bei Implantaten oder überwiegend bei Krankheiten? Sagen wir es mal so, wenn dein Bruder so eine krasse Immundefektkrankheit hätte, hättest du vermutlich von ihm davon erfahren, weil das echt übel ausgehen kann. Okay, also darf ich davon ausgehen, dass er sich eine Cyberware hat einbauen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Oder BioWare, wenn er sich die leisten könnte. Genau. Ja, davon kannst du ausgehen. Okay, cool. Billy, was dir auffällt, ist der Typ, ne? Welcher? Na hier, der Vitali, also sein Bruder. Ja. Der hat ganz schön seinen Hausknoten aufgerüstet. Das Ganze wird dargestellt übrigens in der AR wie selbstverständlich hohes Gras mit irgendwelchen Pocket-Monster-Trainern, die da rumlaufen. Ja, ist klar, ehrlich, ne? Ich wollte das Spiel vorschlagen für unsere Webseite, damit man allerdings nicht mit, also entweder mit AR oder halt mit Drohnen gegeneinander, aber auch wieder nur die AR-Drohnen natürlich. Daran könntet ihr noch arbeiten. Aber egal, unabhängig davon, der hat das Ding ziemlich aufgerüstet, damit niemand seinen Speicherstand knacken kann, denn das ist das Wichtigste der Welt, offenbar. Es ist eine heftige Angelegenheit. Du kannst versuchen, das zu hacken, aber es wird definitiv nicht einfach. Ja, ich habe ja Zeit. Ich stehe ja nicht unter Zeitdruck jetzt gerade, richtig? Das macht aber keinen Unterschied. Ja. In SF5 gibt es leider kein Hacken auf Dauer mehr. Was? Ja, weiß auch nicht wieso. Gibt nur noch Brute Force. Na, es gibt ja noch Hack on the Fly, natürlich, ja. Aber es ist trotzdem eine harte Ansage. Gleich in Grüne. Der Unterschied ist halt Brute Force, du schaffst es, man erkennt dich, übel. Hack on the Fly, du schaffst es, man erkennt dich nicht. Und du schaffst es nicht, man erkennt dich, übel. Irgendwie sowas. So viel haben sie nicht. Ist auch egal. Ja, mach wie du. Ja, trotzdem, ich probier's.
Hack on the Fly nehme ich an. Ja. Ach so, wegen Neues minus 1. Das habe ich jetzt zu spät gesagt, ja. Du willst mich jetzt würfeln lassen, aber ich bin ja VR. Also plus 2, anyways. Wir würfeln heute viel, kann das sein? Okay, du willst mich also, dass ich auf Cyber Electronic, nein, auf Hacking, Logik und 3, 7 plus 2 sind 9, minus 1 sind 8, richtig, danke, jawohl. Gib ihm. Du bist so schnell für mich. Warum hat Flummi das nicht gesagt jetzt? Was? Zwei, ja, schätze, Hase! Hase! Nix, du schläfst, mach nix. Ich schlaf nicht. Zwei Erfolge. Jo, sag mal, wie du das machst. Da sind... Pocket-Monster natürlich. Ich komme als Bazinga Super Monster da angewatschelt. Und fordere quasi seinen Knoten, der dargestellt wird als Pukicha, quasi zum Duell. Mhm. Okay, pass auf, ich sag dir jetzt, was passiert. Okay. Du forderst Pukicha zum Duell. Allerdings schalten sich 5 Trainer ein, die sagen, wow, erst musst du an uns vorbei, bevor du zum Arena-Leiter kannst. Einer wirft einen Pocket-Monster-Ball nach dir, trifft dich am Kopf und du siehst eine kleine Beule, die wohl ein Mark sein könnte, das jetzt der Knoten auf dir hat und das ist übrigens ein Alarm, der da gerade ausgelöst wurde. Mhm. Ich hab 3 Erfolge. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Deine Mutter hätte es gesagt. Stimmt. Hätte sie. Ja, dann trotzdem greife ich an. Ja, dein erster Versuch schlug fehl, das heißt, da ist Alarm, das heißt, du hast keinen Mark, das heißt, du müsstest das Ganze nochmal machen. Darf ich den Knoten auch in Cybercombe direkt angreifen, eigentlich mal so eine Frage? Kannst du machen, dann stürzt er ab und es hilft dir gar nichts. Auch wieder wahr. Dann machen wir es halt nochmal hacken. Ich hasse dir. Ich dir auch. Wunderbar, ich gebe dir nochmal 2 Erfolge. Gleichstand. Du versuchst, den Kampf, den epischen Kampf der Pocket Monster zu gewinnen. Es scheint gerade ziemlich ausgewogen. Du bemerkst allerdings, dass der Knoten offenbar vorhat, sich zu rebooten als Reaktion auf den Alarm. Ja, dann muss es schnell gehen. Soweit es noch möglich ist. Ah, du müsstest das Ganze nochmal versuchen. Also bitte. Nochmal 2 Erfolge hinterher. Fuck you. Also. Dito, du schaffst es immer noch nicht, einen Mark auf diesem Knoten zu platzieren und ich liebe gerade mein Würfelglück. Einen habe ich noch. Und dann ist Schluss. Bitch. 3 Erfolge. Geh kacken. Also, das wirkt so gestellt, was ich hier mache, ne? Das sind bei mir jetzt auch, sorry, es sind 3 Erfolge. Ja, klar. Oh, fucking du sag ey. Doch einfach, ich komme nicht auf den Knoten drauf, dann ersparen wir uns das Ganze. Ich hab's wirklich ehrlich ausgewürfelt. Mm-hmm. Ja. Nee, Alter, pass auf, wenn ich dich ficken würde, einfach so hätte ich gesagt, kommt nicht auf den Knoten, da schäme ich mich auch nicht. Unabhängig davon, das Ding rebootet sich. Ja, ich reboot mich auch. Offenbar hat er sein Ding wirklich gut aufgerüstet. Moment. Mit Cyberware hat er sein Ding gut aufgerüstet. Okay, pass auf. Er hat das anscheinend ganz gut gemacht. Es wäre vermutlich einfacher, über die Hardware-Schiene an das Ding ranzukommen. Also den Speicher auszubauen und ihn auszulesen. Deswegen bin ich auf dem Weg dorthin. Gut. Ja, während ich gerade wahrscheinlich vor dem Computer sitze und sehe, wie das Ding einfach neu startet. Und dann erst siehst du noch Alarm Intruder, naja, dann irgendwie irgendwelche Prozesse ablaufen und dann, wie sich das Ding neu startet. Ich rufe auch schon mal Steppy wieder nochmal an. Komm, den Krapappelt. Jo. Pass auf, das von hier aus wird es nix. Du kennst dich doch mit dem Scheiß da aus, was die Meatbody-Welt angeht. Bau mal den Speicher schon mal aus, bis ich da hinkomme und bereite einen
Kabel vor. Also der Kuti. Ja, Billy kommt in der Wohnung von Victor? Vitali an. Ey, du kennst den Namen deines Bruders nicht, Junge, jetzt. Aber wirklich mal hier. Ich kenne den Namen meines Bruders auch nicht. Ich war froh, dass du als Olga gesagt hast, dass ich wusste, was du meinst. Das ist traurig. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass die Familie eines Charakters in irgendeiner Weise thematisiert wird. Das hatte ich beim anderen Rollenspiel auch. Nee, na toll, ich dachte, ich wäre was anderes, du Arschloch. Du bist besonders verrückt, bist du besonders, das stimmt schon. I'm not crazy, my mother got me tested. Twice. Okay, ja, Billy kommt an. Wir lachen, mein Bruder wurde getestet. Zwar nicht auf Verrücktheit oder sowas, aber was anderes. Ja, genau. Debbie, wo soll ich denn da hinkommen jetzt? Wo ist denn das? Welcher Stock und alles? Ja, hier, dritter Stock, Romanov. Jetzt wird's peinlich. Ich habe meinen Nachnamen vergessen. Dich sollte ich auch mal zum Doktor mitnehmen, oder? Bleib mir zum Neurologen. Ab schön zum Neurologen. Ja, okay, dann natürlich komme ich dann in die Wohnung. Ja. Ich lasse dich natürlich auch rein. Also Billy muss nicht überall schellen. Yay. Und da ist das Ding. Währenddessen, wenn du den Computer nicht neu gestartet hättest, hätte ich jetzt eine Runde zocken können. Ich weiß nicht, von was du redest. Ich kenne nur Pocket Monster. Ja, genau. Ja, tut mir leid, aber du hast gesagt, ich soll das von hier versuchen. Sei froh, dass ich auf dem Weg hierher war. Ja, nee, sorry. War nur ein Spaß, aber guck bitte. Ich mache mir voll die Sorgen. Ja, klar. Mein Bruder ist verfuckte Scheiße. Ich versuche mich dann einzuklingen können. Ja, also Steppy hat ja ein bisschen Zeit. Er kann also die Festplatte einfach mal mit schon einem passenden Kabel ausgestattet haben, sodass das nur noch an Comlink rangesteckt werden muss. Allerdings ist es tatsächlich so, dass Billy sich deutlich schneller durch diesen ganzen Datenwust findet. Was du so siehst, es sind erstmal ein Haufen nicht relevanter Einkäufe. Also halt, ne, Essen bestellen, Klempner anrufen und so ein Kack, das geht natürlich weit zurück. Dann sein Terminkalender, wo hauptsächlich angegeben sind seine Arbeitszeiten, und da das immer recht lang ist, bleibt nur noch dann immer Termine, die er sich tatsächlich gesetzt hat für immer, wenn seine Arbeitszeit zu Ende war, zocken. Und ab und zu noch ein bisschen, dann hat er sich manchmal Termine mit Termine gesetzt für ungefähr 90 Minuten, 120 Minuten, und da steht da Petras Begleitservice. Und Billy weiß, dass Jojo irgendwann mal einen Kumpel erwähnt hatte, von der auch bei Petras Begleitservice irgendwie arbeitet, weiß aber den Namen nicht mehr. Übrigens zu den Terminen mit eben dem Begleitservice siehst du, das ist übrigens so zweimal die Woche ungefähr, Transaktionen auch entsprechend an diese Firma mit 400 bis 100 Nuyen, so ungefähr. Und vor 5 Tagen hat er 900 Nuyen bei ihr Car 2 ausgegeben für ein Augen-Upgrade. Cyberware. Ja, ich gebe die Informationen da natürlich so weiter, ob er was damit anfängt. Also was ich jetzt sagen kann, erstens, Begleitservice wirklich, das ist arm. Zweitens, sagt der sich im Spa einen schütteln lässt, oder was? Das war er, der sich einen Hand schütteln lassen. Wie oft soll ich das denn noch sagen, Mann? Ja. Zweitens, was macht der denn mit seinen Augen-Upgrades rum? Komisch. Weiß nicht, wüsste ich da irgendwas von wegen Augen? Hat er nicht erwähnt. Also ich meine, viele lassen sich irgendwas in die Augen einbauen oder ihre Augen ersetzen. Das ist nicht unbedingt nicht Standard. Man kann es schon erwähnen, aber wer das Geld hat, lässt es häufig machen. Aber 900 Nuyen, obwohl das klingt jetzt, da es bei Iris Skyware gemacht hat, klingt das nach irgendwas Offiziellem, mehr oder weniger. Ja? Also er hat das nicht bei einem Straßendock gemacht. Nö, du siehst genau die... jetzt war ein komischer Skype-Sound drin, egal. Du siehst genau,
Ja, du siehst nicht bei welchem Arzt, aber du siehst, welche Klinik das war, du siehst den offiziellen Papierkram, du siehst die Auswertung vorher, die Untersuchung, die gemacht wurde auf irgendwelche Sachen, du siehst, warum ihm genau dieses Immunsuppressivum verschrieben wurde und wie lange es einnehmen muss, alles. Das ist auf jeden Fall offiziell. Okay. Also von den Augensachen wusste ich nichts, das hat er nichts darüber erwähnt beim Familientreff. Naja, du warst irgendwie den ganzen oder den halben Dezember weg. Ach ja, war. Das hat er bei mir nichts davon erwähnt. Und bezüglich des Gleitservice, keine Ahnung, aber Jojo hat da wohl irgendwie mal was, so einen Namen fallen lassen. Vielleicht fragst du sie mal, ob sie irgendwas weiß. Jo, mach ich mal. Du hast nicht zufällig eine Idee, wie man sein Comlink aufspüren könnte, oder? Na, rein theoretisch, wenn ich den Provider weiß, dann kann man ungefähr, wenn man sich beim Provider einloggt, rausbekommen, wo er sich das letzte Mal eingeloggt hat. Aber das ist, keine Ahnung, das ist nicht so ohne. Also beim Provider einbrechen meine ich jetzt, das ist... Ja, nee, klar. So könnte man es rausbekommen, aber klug ist das, also ich möchte das ehrlich gesagt nicht machen, nee, glaube ich. Nachvollziehbar. Ich weiß auch gar nicht, ob er das Ding, also er scheint es dabei zu haben, aber er geht zumindest nicht ran und es scheint auch nie, die Nachricht gehen noch nicht durch. Das heißt, ja, wenn die Nachricht nicht durchgehen, ja, wenn das Ding nicht an ist, dann ist er auch beim Provider nicht eingeloggt, dann weiß kein Schwanz, wo er sich gerade befindet. Es sei denn, seine Cyberaugen locken sich irgendwie ein, aber das, dann wissen wir auch nicht, nach was wir suchen im Endeffekt. Weiß nicht, steht bei den Sachen für seine Cyberaugen vielleicht eine ID? Nö, da steht die Spezifikation der Cyber... Ne, es sind keine direkten Cyberaugen, du weißt jetzt, was es ist. Es ist nur eine einfache Bildverbindung. Da steht aber nicht direkt da irgendwie ID oder so ein Kram. Okay. Und auch nicht, wer es eingebaut hat? Ja, nur meine Firma. Aber ich habe da einen Kollegen dort, dem ich auf Du bin. Einer der wenigen Kollegen, die mich dort, die mich da nicht haben sitzen lassen, sozusagen. Vielleicht weiß da irgendwas. Oder weiß der ein bisschen was? Aber ich frag mal... Eventuell. Oh mein Gott, was macht der Kleine? Okay, lass mich mal kurz nachdenken. Gucken, er hat sich eine Bildverbindung einbauen lassen. Also schon ins Auge oder wie jetzt? Ja, ja, klar. Also schon hat einfach nur so ein kleines Ding ins Auge, dass man quasi die AR perfekt wahrnehmen kann, ohne irgendwelche anderen Vehikel. In deinem Popoloch wird es auch wenig Sinn machen, oder? Nee, ich wusste nicht, dass das ohne Cyberauge schon funktioniert. Da brauchst du schon Cyberauge für. Ja, okay, das AR-Teil könnte er sich auch reingemacht haben, damit er die besser sehen kann, wenn er schon so ein Fan davon ist. Trotz allem ein wenig merkwürdig. Dann frage ich die Jojo mal, diesen Kollegen kennt oder sagen kann, wer es ist. Hä? Du kommst gleich. Du bist gleich angefunkt. Achso, ich habe nur meinen Namen gehört. Ja, genau. Und hier, die Bar der Feier, die Spätschicht, meine ich. Da treibt er sich wohl auch gerne mal rum. Vielleicht haben die etwas von ihm gehört. Ja, da sollte man dann aber physisch aufschlagen, oder? Ja, das ist klar, das ist klar. Das habe ich auch vor. Das kann ich eh erst zur Spätschicht machen. Wenn die normalsterblichen Feierabend haben. Aha. Ja, hast du sonst noch eine Idee? Ja, keine Ahnung. Vielleicht kennst du nur irgendwelche Kollegen von ihm, mit denen er sich sonst rumschlägt. Ich meine, wenn der die ganze Zeit da dieses Pocket-Monster spielt, dann weiß er, dann muss er doch irgendwelche Leute auch kennen, mit denen er zockt, oder? Vielleicht wissen die irgendwas, was ungewöhnlich ist. Also ich meine, die werden ihn doch auch vermissen, oder? Denke ich mal, hoffe ich mal. Müssen wir mal gucken, was die... dazu müssten wir aber in seinen Spielaccount rein. Ja, da kommen wir jetzt dran. Die Daten habe ich ja hier direkt verbunden. Sobald wir den Knoten wieder anschließen, dann hätten wir ja auch im Prinzip wieder Verbindung. Na, ihr habt ja die Daten auf der Platte und der hat seinen Spielstand nicht nur online speichern lassen, sondern auch auf dem Ding.
Er vertraut der Cloud nicht. Auf jeden Fall, da sind viele Kontakte, aber das sind halt wirklich tatsächlich wirklich so Gamer-Kontakte, nur zocken, kein Privatding, einfach nur ultra hardcore. Weißt du, so wie wir. Ich weiß ja auch nicht wirklich, wie du heißt. Ich weiß nur, dass es so ein Spasten, der spielt mit mir. Das ist auch gut so. Ja, sicher. Den kenn ich. Dreierfolge, by the way. What for? Shit! Okay, Billy, wo ihr euch gerade so gegen, wo ihr euch gerade so nett unterhaltet, was du noch siehst, ist ein Abdruck in der Nähe der Tür, der also der Wohnungstür Richtung Flur, der auch Richtung Tür gerichtet ist. Es sind sogar zwei Abdrücke, die sehr weit auseinander sind. Man könnte daraus schließen, dass eine Person gerannt ist. Es sieht aus wie relativ große Stiefel, vielleicht sogar solche Pseudo-Armee-Kampfstiefel. Ungefähr Schuhgröße 43, 45 oder sowas. Du siehst auch, dass Vitali irgendwie Turnschuhe trägt, ausschließlich. Das ist ja seine Einkäufe, sind ja auch auf der Platte gespeichert. Mhm. Sag mal, Quinny, sag mal, Steppy. Jo? Dein Bruder hat irgendwie einen Fetisch für Armee oder so irgendwas? Nee, du. Siehst doch, was er hier am liebsten zockt. Nicht auf sondern ist dir das mal aufgefallen hier mit den Fußabdrücken? Hm? Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Da ist der Nabel. Hä? Ja, sieht nicht aus wie der Schuhweg, was er so normalerweise trägt. Ja, nicht nach dem, was man von seinen Einkäufen sieht, ne? Hast du jetzt mal Jojo mittlerweile angerufen oder soll ich die anrufen? Keine Ahnung. Nee, warte, mach ich. Das ist ja mein Bruder. Mach mal. Piep, 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 Jojo. Hallo? Schnauze da hinten! So, was willst du? 2 Sekunden Pause. Ich wollte fragen, und zwar, hi, wie geht's erstmal? Man hat sich ja fast drei Wochen nicht gesehen irgendwie. Das ist richtig, verdammt. Ich hätte mal anrufen sollen, aber ich hatte echt viel zu tun. Aber ich hätte anrufen sollen, du hast recht. Hätte ich ja auch machen können. Vor allem, weil ich jetzt... Siehst du, ich bin nicht alleine schuld. So, was genau. Gibt's denn? Vor allem deshalb, also, weil außer ich dich cool, hier... dass du anrufst. Vor allem deshalb, weil ich rufe dich an, weil ich eine Bitte an dich habe. Du hast eine Bitte an mich, na toll. Genau, weil mein kleiner Bruder ist verschwunden. Wie, dein kleiner Bruder ist weg? Genau. Hä? So, kleiner Bruder ist gut, der ist immerhin 23 Jahre alt. Trotzdem. Cool, der ist so alt wie ich. Ja. Ja, trotzdem. Irgendwie haben sie ihn wohl gekidnappt oder irgendwie sowas. Hä, was? Ja, die sind in seine Bude eingebrochen. Ich will mich verarschen? Tatsache. Ich stehe hier in seiner Bude gerade und mache hier einen auf Detektiv. Und wir finden hier so alles mögliche, allen möglichen Scheiß. Hier sieht so aus, als hätten sie ihn tatsächlich direkt aus der Wohnung geschnappt. Okay, warum? Ja, wenn ich das wüsste, du. Ist doch dein Bruder. Hatte der mit irgendwelchen Leuten zu tun oder was? Also irgendwelche Leute, mit denen er Stress hatte oder so? Hat er irgendwelche Schulden nicht bezahlt oder irgendwas anderes gemacht? Ja, an Schulden habe ich jetzt gerade, habe ich auch schon gedacht, weil er hat sich so eine Kleinigkeit in die Augen machen lassen. Aber eigentlich nichts Wildes, obwohl schon ziemlich teuer war, aber er scheint sowieso ein bisschen mehr Geld für seine Klamotten zu haben. Woher? Wenn ich das wüsste. Das ist die zweite Sache, die mir Sorgen macht. Er hat ein bisschen hat wohl ein bisschen in der Gangszene mitgemacht, aber ich dachte eigentlich mehr so zum Spaß und der Freude, so nach dem Motto. Wieso zum Spaß an der Freude? Wenn du da mitmachst, machst du das nicht zum Spaß an der Freude, aber irgendwie, was denn? Also bei wem? Ich frage mich gerade, ob ich das irgendwie definiert habe. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Ich hab das. Du hast das. Steht bei unten. Kontakt zur Gängerszene, genau. Ich habe auch nicht geschrieben, was. Zu den Spikes. Zu den Spikes wohl. Zu den Spikes? Ja. Helf mir mal, was waren die Spikes nochmal? Du liest auch nicht das Forum, oder? Doch, ach komm, schon, das habe ich heute erst reingeschrieben. Und? Tatsache? Oh. Ja. Nee, die Spikes sind die Gang, die ihn genau, naja, dort wo er wohnt halt, ihr Turf haben, die sind einigermaßen
okay, sind ein bisschen unbeherrscht und manchmal halten sie einfach Leute auf der Straße an und wollen ein bisschen rumstressen, beziehungsweise ziehen die dann halt ab. Das geht aber noch, die Leute, die da wohnen, werden jetzt nicht brutalst von denen terrorisiert. Allerdings haben sie sich mit vielen, sehr vielen anderen Gangs angelegt und vor allem mit den Falcons. Und da geht's immer richtig ab. Wenn die aufeinandertreffen, dann ist hier Polen offen. Moskau. Nee, Polen. Das geht dann bis nach Polen. Das ist ein europaweiter Konflikt, wenn zwei Gangs sich anlegen. Pass auf. Eurokriege, ja. Genau. Was wollte ich sagen? Nicht lügen. Ja, wie gesagt, er ist mit den Spikes unterwegs. So. Ist jetzt dein Ernst mit den Spikes? Keine Ahnung. Habt ihr da so ein Romeo und Julia-Ding laufen, oder was? Was? Bein? War Romeo und Julia Schwester und Bruder? Achso, Moment, du bist ja ein Kerl. Bruder und Bruder? Nee, aber ich dachte, hör auf, so, diesen Gedanken weiterzuführen. Auf moderne Zeiten gemünzt ist das immerhin alles möglich, was weiß ich. Aber, hä? Nee, also, keine Ahnung. Wieso keine Ahnung? Das musst du doch wissen. Nein, das ist dein Bruder. Klar. Ja, okay, nee, das musst du nicht zwangsläufig wissen, weil es dein Bruder ist. Okay, das ist falsch, falsch. Aber egal. Okay, dein Bruder ist weg und er hatte mit den Spikes zu tun. Ja, genau. Viel Spaß. Nein, Quark. Was, also, wofür brauchst du, also, ich helfe dir gerne, klar, kein Ding. Genau, weiß ich noch, aber... wie du mir unter Umständen helfen kannst, so ein bisschen zumindest. Und zwar hattest du doch hier mit kennst du doch jemanden, der auch diesen einen Ausgeh-Service, man sieht förmlich die Anführungsstriche. Diesen einen Ausgeh-Service, welchen denn? Ja, genau, welcher war das nochmal? Davon gibt's noch? Viele. Petras Begleitservice. Genau, Petras Begleitservice. Also? Ja, und was mit ist denen hat, mit denen hat er auch zu tun. Also regelmäßig. Ah, okay. Pass auf. Dann kann ich dir sogar wirklich vielleicht helfen. Tatsache? Ja. Bin ich gespannt. Naja, also jetzt noch nicht. Dafür muss ich ein bisschen telefonieren und ein bisschen was gucken. Und keine Ahnung, es wird nicht billig, glaube ich. Also weiß ich nicht. Mal gucken. Aber auf jeden Fall muss jetzt ich auf jeden Fall mehr gut wissen. Bei mir. Nee, ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr wissen, sagen wir es mal so. Also, ich weiß nicht mehr dein... Also, wenn ich jetzt sage, der Bruder von dem Typen, den ich da kenne, ist das, glaube ich, zu wenig, oder? Ich glaube, da weiß keiner, von wem ich rede. Nachvollziehbar. Nee, also, mein Bruder heißt erstmal Vitali. Er hat, ich glaube, wöchentlich... War das wöchentlich oder monatlich, mit dem er diesen Begleitservice zu tun hatte? Naja, ein bis zweimal wöchentlich, je nachdem, wie das finanziell so aussah. Hatte ein bis zweimal wöchentlich bei denen zu tun, also ist richtiger Stammkunde. Hat ja auch keine Freundin, haben wir alle dieses Problem, was ein Scheiß. Ja. Was könnte man denn noch, was könnte man denn noch für Informationen brauchen? Ich muss wissen, wie der Typ aussieht. Ich brauche Namen. Foto, hier. Zum Beispiel, damit fängt's an. Vitali Romanov, Foto, zack, kriegst du. Kein Problem. Vitali Romanov, ach, schön. Okay, dann habe ich jetzt einen Namen. Und ein Bild, cool. Ja, der ist tatsächlich noch Mensch. Genau, ich war der Einzige, wo das Ork-Gen richtig durchgeschlagen hat, wenn ich mich ganz täusche. Mensch, das sieht ja gar nicht aus wie du. Ein naja. Stiller Finger zeigt auf dich. Sagen wir es mal so, Stefan hat ja die Haare kurz geschoren, ne? Soweit ich mich erinnere. Nee, hat er nicht. Nicht ganz, aber kurz halt, sag ich jetzt einfach mal, normal länger. Ja, sein kleiner Bruder ist halt auch groß, nicht so groß wie Stefan, aber halt schon groß. Ein bisschen schmächtiger natürlich, hat aber schon Haarausfall, also die Geheimratsecken sind doch deutlich sichtbar. Und so eine kleine neckische Zahnlücke zwischen den vorderen zwei Schneidezähnen oben. Sieht schon ein bisschen niedlich aus. Quasi wie Vanessa Paradis, die kann ein Hähnchen durch die Zwischenzähne ziehen mit einem Röhrchen, oder? Von wem redest du? Ah, okay. Vanessa Paradis, ne, kennt ihr nicht? Dann sage ich halt Madonna, die hat auch eine Zahnlücke. wie gesagt, so ein bisschen orkisch sieht man vielleicht bei allen irgendetwas, aber halt, er hat definitiv noch eine rosa Hautfarbe, dunkle Haare, solche Sachen. Keine Hauer. Keine Hauer, genau. Zumindest keine offensichtlichen.
Aber weiß ja geil, wofür diese Zahnlücke mal da war. Ja. Genau. was könntest du noch wissen wollen? Ich kann dir, glaube ich, die Zeiten sagen, tippe ich mal. Also immer dann, wenn er nicht los war. Jeder Name. Mit wem? Also ich meine, Begleitung, also, ja, da gehören viele zu. Das steht sagen, nicht da, wer genau da ausgeholfen hat. Ach. Soll man das denn zuordnen sonst? Ja, okay, gut. Nee, ist wohl ein recht... bei ihm? Ja? Also bei ihm oder woanders? Haben die sich woanders getroffen? Zu den Zeiten hat er manchmal noch ungefähr eine Pizza nach Hause bestellt. Also wird das wohl bei ihm gewesen sein. Ja, scheint so, als wäre es hier gewesen. Okay, und wo wohnt er? Da. Ja, es ist die Da-Straße. Hä? Ja, hier, das ist eine Schofrino-Adresse, blub, hast du nicht gesehen. Okay, dann gucke ich mal, was ich da so machen kann. Und wenn ich was rauskriege, sage ich dir Bescheid. Ah, oh, du bist die Beste. Natürlich. Natürlich. Doch. Alles klar. Dann ja, weiß ich nicht, wo bist du gerade? Ja, da. Da, auf der Da-Straße. Ja, immer noch in der Wohnung. Ich wollte mal gucken, wo ich mich quasi, ist ja noch recht früh, irgendwas gegen 12 Uhr wahrscheinlich. Ist das nicht sogar Spikes-Gebiet, wo ihr gerade seid? Ja, hier ist Spikes-Gebiet. Oh, du bist mutig, mein Freund, du bist mutig. Ja, ich werde auch nicht offen hier, ne? Ich glaube, ich habe noch gar keine Jacke oder irgendwie sowas, das mich als Ding jetzt ausweist. Oder? Nö. Okay. Aber wenn, dann müsstest du die auch verhauen. Das ist klar. Wenn, dann müsste ich die Jacke natürlich auch tragen. Damit die mich auch verhauen können. Die haben doch eh keinen Einheitslook. Okay. So ein Falke oder sowas, Falkens? Nö, die haben alle irgendwie in den Urban Tribal Stil da und auch recht die Tattoos in der Richtung, aber die haben keinen tatsächlichen Einheitslook. Das kommt daher, weil die sich untereinander halt sehr gut kennen, sind ja auch nicht so unendlich viele. Und weil die Leute in dem Gebiet, wo die rumhängen, die auch eigentlich immer kennen und auch meistens nicht so eine schlechte Meinung von den Falcons haben. Okay. Das ist so eine Gucci-Gucci-Netti-Gang. Was der wahrscheinlich der Grund ist, warum ich sie genommen habe. Noch nicht. Also nehmen möchte, also ne, rein möchte, sagen wir es mal so. Das klingt alles nicht besser. Nee, was ich sagen wollte, genau. Ich wollte am Abend mal gucken, ob ich in seiner Stammkneipe irgendwas rausfinden kann. Aber im Moment ist es noch zu früh dafür. Ja, das Ding macht erst irgendwie 19 Uhr auf oder so. Ja, genau. Ja, aber dir erstmal danke, Jojo. In der Hoffnung, dass du irgendwas rausfinden kannst. Und genau, schau mal irgendwie, ob der tatsächlich sich irgendwie Schulden gemacht hat oder sowas. Du, das kann ich doch nicht rausfinden. Nein, wenn da irgendwie was mit der Tuse... Ich schau mal, was ich über ihn rausbekomme, okay? Ja. Gut. Okay. Was? Danke. Entschuldigung. Nee, okay. Sprich. Ja, danke dir und würde dann auch auflegen. Was Flummi übrigens weiß, ist, dass Petras Begleitservice, da es ja ein legales Geschäft ist, niemand hat was gegen Prostitution, dass die keine Kredite quasi geben und dass die dann auch keine Schläger schicken, um Leute mit den nicht existierenden Krediten irgendwie, ne? Das ist eine ganz legale Transaktion. Aber vielleicht hat er was erzählt. Das weiß ich, aber Steppi gerade sagte von wegen, guck mal, ob der Schulden bei denen hat, das geht nicht. Das sage ich dir gleich. Ob der irgendwas mit Schulden hatte, das meinte ich. Weil, so wie Jojo es genau richtig intuitiv hatte, ob er da irgendwas erzählt hat. Das war das, was ich. Jetzt habe ich es begriffen. Was ich Jojo bitten wollte, herauszufinden, genau. Ja, so, Bill, gebe ich irgendwie in Stuffer-Check irgendwas mumpfen? Tu ihm mal essen. Ihr zwei seid schlimm. Ihr wollt immer nur essen. Ich arbeite mir hier die Kilos immer wieder runter. Und ihr wollt immer nur fressen. Ja, ich nehme Milchshake. Darfst mich zum Milchshake einladen? Siehst. Also. Erdbeer.
Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Ja. Wenn höchstens noch Vanilla. Nee, da ist zu viel Nille im Vanille. Ja. erstmal Richtung Stuffercheck. Ich tue die Tür wieder zumachen, sodass es halt aussieht, als wäre sie zu. Hm. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Die krieg ja, sie sieht jetzt aus, als wäre sie zu. Die kriege ich auch auf, wenn ich einmal dagegen drücke. Aber ich möchte halt gucken, von wegen, dass dann nicht jeder jetzt da rumspaziert. Ja, du hast aber auch dreimal so viel Kilo wie ich. Klar kriegst du die auf. Na, nimm. Ist auch, ja, genau. Ist auch egal. Darum geht es gar nicht. Ja. Genau. Dann verbringen wir so ein bisschen Zeit noch im Dingensen. Ob wie lange Sibylle da noch bleibt, weiß ich nicht. Ist ihr auch selber überlassen. Stefan würde sie jetzt nicht bitten, bis 19 Uhr zu warten oder sowas, dass er in die Kneipe kann. Ja, soll ich. Möchtest du mich überhaupt dabei haben? Ich meine. Was ist denn das für eine Kneipe, die wir da hin sollen? Also ich guck mir die auch mal immer an, was das für eine Kneipe ist. Die Spätschicht. Ja, das ist eine Arbeiterkneipe, die ist ein bisschen an dem Thema des Kommunismus Russlands angelehnt. Das heißt, du hast da irgendwie auch den Drink Planwirtschaft, du kannst da auch noch was essen, halt Arbeiter essen. Das heißt, fettreich, kalorienreich, deftig. Du kannst da halt ein bisschen was trinken. Es sieht aus wie so eine Kneipe, wenn du abends geschafft hingehst, dann lässt du dich noch zulaufen und hoffst, dass, naja, du morgen noch arbeiten kannst, weil du sonst dich am nächsten Abend nicht mehr dort zulaufen lassen kannst. Also dann weniger laufen, mehr arbeiten. Ja, theoretisch. Aber wenn das Leben so beschissen ist, dass du nur noch durchlaufen lassen das irgendwie aufwerten kannst, ne, dann musst du halt trotzdem in die Spätschicht. Mhm. Ja. Ganz ehrlich, so eine weibliche Begleitung wäre mir fast lieber sozusagen, weil ich weiß nicht, ob meine Ork-Shark-Fresse da irgendwas ausrichten kann. Oh, guck an, der Herr, der nennt mich jetzt auf einmal weiblich nach all den Fauxpas, die du dir erlaubt hast. Okay, ja, ich muss ja irgendwie wieder gut machen. Mhm. Jetzt, wo er was will. Gut, ja, nee, bin ich dabei. Ist okay, nehme ich an. Ich weiß, dass deinem weiblichen Charme niemand gewachsen ist. Ja, jetzt übertreibe ich. Ist jetzt aber gut, ne? Was tu ich so, als ob du es nicht mögen würdest? Kommt immer drauf an, von wem. Ach, bin ich dir nicht mehr gut genug? In der Richtung hast du dir jetzt bei mir verschissen. Aha. Seit wann? Keine Ahnung. Danke. Nachdem du 3 oder 4 Mal gesagt hast, dass ich ein Kerl bin, du Penner. Oder ich mit glaub... Jojos Worten zu reden, Affenkind. Hm? Du achst gerade? Hör mal. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis mit deinem Bruder? Ich meine, wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Ach, das muss kurz bevor ich die Rundreise gemacht habe gewesen sein. 2 Monate? Da ist viel passiert zwischendrin. Wow. Okay, ich frag ja nur. OT, ich sehe meine Brüder fast länger nicht. Beneidenswert. Nö, sind eigentlich ganz dufte Kerle. Zieh ins Ausland, hilft ungemein. Ja, dass du sie nie wieder siehst, oder was? Hä? Dass du sie nie wieder siehst, oder was? Ja, ich habe keine Brüder, also kann ich nicht mitreden. Ich habe nur Schwestern. Da kann ich nicht mitreden. Siehste? Ich bin auch der älteste Bruder da oben. Okay. Schneiden mal raus. Wir schneiden alles raus heute. Richtig. Es wird eine Folge nur mit Nee, mit Beep. Jedes Mal, wenn anstelle von einem Pocket Monster das andere gesagt wird, mit Piep. Ja, das in Japan sagen... heißt das Piep Pocket Monster. Ja, das sagen wir dann vielleicht im Intro. Heute ist eine Folge voller Piep. So, jetzt hier. Ihr quatscht im Staffer Flumilinchen. Ha? Genau, darf ha? Ich auch mal was machen. Was denn? Ja, wolltest du nicht irgendwas machen, du Affenkind? Ja, Nikolai anrufen. Gut.
Wie spät haben wir es jetzt? Passt, genau. Ja, er geht ran. Er meldet sich aber erstmal nicht zu Wort. Kuckuck. Jojo, hier hast du Zeit? Na klar, habe ich Zeit. Ich habe jetzt aber keine Zeit für eine deiner ausschweifenden Partys. Ich wollte nicht auf eine Party. Ich wollte nur mit dir reden. Das sagst du jedes Mal. Am Ende lande ich wieder irgendwo. Na, diesmal habe ich ein Anliegen. Das mit der Party können wir uns dann ein andermal noch überlegen. Also nachholen. Ich traue dir zwar nicht, aber okay. Möchtest du irgendwas essen, trinken? Soll ich dich irgendwo hin einladen? Ja, ich will was von dir. Ich verlange 30 Silberlinge. 30 Silberlinge? Sterling? So viel habe ich nicht. Du weißt schon, was ich meine. Wo bist du denn gerade? In Chofrino, aber wir können uns auch woanders treffen, wenn du willst. Eigentlich habe ich da ein paar Stunden sowieso einen Kunden. Na dann? Ja, dann sagen wir einfach mal in anderthalb Stunden. Dort gleich um die Ecke von der da Straße. Hä, wieso denn da unten? Da also, oben meinst du? Ja, meine ich ja. Weil da in der Nähe mein Kunde ist. Und ich ungefähr jetzt 12 Kilometer sowieso durch den Stau brettern muss von der Uni. Na gut. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Ich mach mir nicht ins Hemd. Das klingt aber so. Nein, ich habe nur überlegt. Das klingt so, wie als würdest du dir ins Hemd machen? Das ist ja mysteriös. Ach, fick dich. So. Okay, 30 dann... Silberlinge, ne? Ja, 30 Silberlinge. Gut, dann bis in einer Stunde. Gut. Ich dachte anderthalb. Ach so, habe ich das gesagt? Ja. Dann werden es wohl anderthalb sein. Alles klar, bis später. Sie liegt auf. Was meint er mit 30 Silberlingen? Dass er Geld haben will. Ja, das weiß ich, wie viel. Ich meine, das biblische Zitat, das ich mir jetzt hochkomplex aus der Rippe geleiert habe, wirst du ja jetzt hoffentlich auch verstehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich dachte nur, er hat es schon öfter benutzt und wollte wissen, was genau das bedeutet. Außer, ich will Geld. Das habe ich schon verstanden. Na, das heißt einfach nur, dass er dieses Geld will. Dass du halt einfach flüssig bist, bevor du ihn wegen sowas dumm anquatschst. Ja, alles klar. Na siehste. Und das muss sich lohnen, ne? Ja, was ist denn bei ihm muss sich lohnen? Also wenn sie ihn früher mal gefragt hat, wie viel wollte er dann immer so? Hat sie ihn früher wegen sowas schon mal gefragt? Durchaus möglich, dass sie ihn mal irgendwann gefragt hat wegen irgendwas. Wegen dem Kunden? Weiß ich ja nicht, warum nicht? Wenn es nur darum ging, irgendwann mal bei ihm einzusteigen und sich was aus der Wohnung zu holen, weil sie knapp bei Kasse war. Na gut, das kam Frage, immer drauf an, welcher nicht... Kunde. Das ist sehr verschieden. Okay. Ich meine, er fliegt halt raus, wenn er das macht, deswegen. Ja. Und von irgendwas muss er ja sein, was war's, Geologiestudium finanzieren? Ja, genau, Geologie. War's wirklich Geologie? Ich glaube. Ich habe mir jetzt eines der traurigsten Sachen ausgedacht, die ich finden konnte. Ich sag's dir, Moment. Japanologie. Verdammt, da ist es nicht. Wurst. Ich sag's dir gleich, wenn ich's gefunden habe und mein Dokument geöffnet habe. Was? Fleischwissenschaften? Fleischwissenschaften? Na, Wurst. Düdüm. Düdüdüm. Ja, heute sind wir flach. Ja. Ach, wo ist denn der und heute haben wir vor allen Dingen richtig viele schöne Lecks dabei. Das ist doch super. Ja, da ist er doch. Und das ist lecker. Geowissenschaften, ja. Echt? Genau, ja. Siehst du das? Ich kenne alle NSC. Alle. Du hast dich geirrt, eindeutig. Okay, gut. Lasset uns vorspulen. Übrigens,
Weißt du, was gleich um die Ecke von der da Straße ist? Das Bikes-Gebiet. Das ist dort überall. Das ist auch bei der da Straße. Nein, das ist ein Staffershack. Ja, und? Wer da wohl sitzen wird jetzt? Na, das weiß Jojo doch nicht. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Das hört sich ja ganz danach an, als würden unsere drei Protagonisten jetzt wieder in einen Run reinrutschen, mehr oder weniger. Mal schauen, was sich da noch draus ergibt. Session 4 ist schon aufgenommen, wird den nächsten Samstag hochgeladen. Wir hatten ein bisschen Downtime jetzt zwischen den Jahren, beziehungsweise wegen Weihnachten. Hoffen natürlich, dass ihr alle schöne Weihnachten hattet. Wir haben sie genossen soweit und mussten natürlich Familie und so weiter frönen. Und jetzt geht's am Sonntag bei uns weiter mit der Session 5 und 6 quasi. Und dann wird's nach den Neujahrsfestigkeiten wird's auch wieder endlich dann regulär Staffeln geben zu dem ganzen Spaß, den wir hier veranstalten. Wie immer möchte ich an der Stelle anmerken, dass die Rechte an Shadowrun und den damit verbundenen Markennamen der Firma Tops gehören, wir keinerlei Rechte an der Marke haben und unsere Arbeit hier über die Creative Commons License vertrieben wird. Das heißt, ihr dürft gerne euch Stücke daraus rausschneiden, ihr dürft die auch gerne bei euren eigenen Arbeiten verwenden, aber ihr müsst dafür ein Label aufnehmen. Das wäre auch hiermit für uns die Stelle, wo wir sagen müssen, Ivan und die Kremlkrauts, danke an die, denn die sind diejenigen, die Intro-Musik stellen. Wir haben die ganzen bei Soundcloud gefunden, also danke an der Stelle an Ivan Ivanovic und die Kremlkrauts für ihre Musik, die auch über die Creative Commons License arbeiten. Des Weiteren sagen wir auch liebe Grüße wieder mal an die Jungs von Plüschgranate bzw. Victory Road, die endlich mit der Staffel 3 jetzt draußen sind, beziehungsweise die Session 1 jetzt quasi veröffentlicht haben, gerade am 24. pünktlich zu Weihnachten. Hört es euch an, sehr witzig, geht halt weiter mit der Geschichte und die 3 bzw. 4 machen wieder mal einen Haufen Spaß. Beim Hidden Grid lässt immer noch eine neue Episode auf sich warten, leider Gottes, aber da wird es wahrscheinlich auch demnächst weitergehen. Ich denke mal im neuen Jahr. So sind die Amerikaner halt. Wie dem auch sei, wir wünschen euch einen guten Start nach 2014. Unsere neue Folge wird erst dann hochgeladen nächsten Samstag, nicht mehr dieses Jahr. Und das wäre dann die Session 4, die dann da wäre. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören und schreibt uns doch fleißig Kommentare beziehungsweise auf unserer Page www.whiterussiansr5.wordpress.com oder aber auch in den YouTube-Channel rein. Gerne lesen wir eure Kommentare, eure Kritik, euren Hate und was weiß ich denn alles. Und bis dahin, tschüss!